Lokalduell im Sachsenpokal. Die SG Taucher empfängt Lok Leipzig in der dritten Runde. Die beiden Stadien sind nur 20 Minuten auseinander. Dementsprechend viele Lok-Fans mit dabei im Sport- und Freizeitzentrum in Taucher. Eine Choreo haben sie auch im Gepäck. Erst so, dann so etwas Rauch war auch mit im Spiel. Die Stimmung war gut. Auch bei Tauchertrainer Markus Jeckel, der sprach von einem Bonusspiel für seine Mannschaft vor der Partie. 11. Minute, Lok Leipzig sofort am Drücker mit Luka Sirch. Und der Freistoß, der passt direkt. Das 0:1. Der perfekte Auftakt für Lok Leipzig. Sie legten gut los, gehen gleich in Führung. Und dass Luka Sirch es aus der Distanz kann, das hat er vor wenigen Wochen in der Regionalliga gegen den BFC gezeigt. Ein tolles Tor aus der Distanz erzielt. Jetzt also auch hier im Sachsenpokal. Da ist er sowieso wichtig für Lok Leipzig. In der zweiten Runde in Bautzen, da hat er das 1:0 von Jamal Ziane vorbereitet. Also in dieser Saison an allen Toren im Sachsenpokal beteiligt. Lok Leipzig auch in der Folge dann mit Spielkontrolle, aber ohne zwingend zu werden. 5 Minuten vor der Pause Paul Lehmann mit diesem Freistoß, aber das ist natürlich kein Problem für Isa Doğan. Auch die gefährlichste Aktion der Hausherrin in Durchgang 1. Die Stimmung bei den Lok-Fans gut, klar mit der Führung im Rücken. Und kurz vor der Pause dann nochmal die Leipziger mit Jannis Held, der sich den Ball da erobert. Tobias Dombrova legt nochmal ab auf Held und der sucht Ziane in der Mitte. Aber Moritz Butzke klärt, einer von vielen im Übrigen bei Taucher, die eine Lok-Vergangenheit haben. Jamal Ziane noch nicht mit dem Torriecher in Hälfte 1. Albin Schiva sicherlich nicht ganz zufrieden. Taucher stand hinten gut, ließ wenig zu. Das Zepter in Halbzeit 2. Trotzdem auch bei den Gästen Ecke Dombrova nach einer Stunde. Und der geht um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Da war keiner mehr dran, auch nicht der eingewechselte Adigo in der Mitte. Glück für Taucher. Dann aber 73. Minute, Atilgan auf Jannis Held. Die Flanke segelt hoch in den Strafraum und dann ist er da. Jamal Ziane mit dem Kopf, das 0:2. Und im Sachsenpokal, da kann er treffen gegen Budissa Bautzen in Runde 2. Hat er den einzigen Treffer, das goldene 1:0 erzielt. Der Wettbewerb, der scheint ihm zu liegen. Seit dem Treffer in Bautzen wartet er ja auf ein Tor in der Liga. Hat dort sowieso erst ein einziges Mal eingenetzt in dieser Saison. Hier kommt die Flanke hoch. Perfekt auf seinen Kopf. Da löst er sich vom Gegenspieler und dann weiß er eben, wie es geht. Da zappelt der Ball im Netz. Und das glich dann auch der Vorentscheidung in dieser Partie. 5 Minuten später nochmal Lok. Der Ball bei Atilgan in der Mitte. Adigo. Und das ist das 0:3. Das fällt auch noch. Ryan Adigo, einer der Neuzugänge bei Lok Leipzig in der vergangenen Sommerpause. Und das war dann einfach perfekt ausgespielt. Der Laufweg von Adigo stimmt, geht dort in Richtung des ersten Pfostens, kommt da vor seinem Gegenspieler an den Ball, netzt den ein. Vorbei an Tauchertorwart Nico Becker. Immerhin die Gastgeber, die hatten dann auch nochmal eine richtig gute Tormöglichkeit gegen Ende der Partie. Das ist Marvin Richter, der legt auf für Emilian Pole. Und da hat nicht viel gefehlt zum Ehrentreffer, zum 1:3 aus Tauchersicht. Am Ende war es das aber. Lok Leipzig agiert souverän in dieser dritten Runde des Sachsenpokals. Gewinnt mit 3:0 in Taucher. Und trotzdem gibt es für die Gastgeber um Trainer Markus Jeckel und Kapitän Matthias Kühne auch viel Positives an diesem Nachmittag. Gerade in meinem Alter, ich bin schon ein Stück weit enttäuscht und ich denke, die Truppe auch. Aber es ist ja immer so, man kann enttäuscht sein, aber wir haben uns heute nichts vorzuwerfen. Wir haben einen großen Kampf abgeliefert und das ist das Wichtigste. Letztendlich hat dann die Qualität halt, die zwei Ligen Unterschied, den Unterschied gemacht. Aber wir brauchen nicht böse oder enttäuscht zu sein.
weil wir ein gutes Spiel gemacht haben. Total stolz auf unsere junge Truppe, reingehauen. Ist ein Erfahrungsschatz, jetzt wird erweitert von unserer Mannschaft. Wir können eine gute Analyse betreiben gegen einen Gegner, der uns mal ein Update gegeben hat, wie es im höherklassigen Fußball aussieht. Und von daher bin ich, ja, ich bin hochzufrieden. Körperlichkeit, eine andere mal gespürt, wie es höherklassig zur Sache geht. Im Pokal ist das Wichtigste, weiterzukommen. Wir haben uns schon ein bisschen, wo wir gegen Bautzen weitergekommen sind, beim Eis-0, hat man schon das Gefühl gehabt, okay, wir müssen uns jetzt hier entschuldigen, weil wir nur 1-0 waren. Bautzen, da sind wir vor 2-3 Jahren rausgeflogen, ist auch eine gute Mannschaft, so hatte man ein bisschen das Gefühl. Im Pokal ist immer schwierig, egal, und ich denke, da kommt, erzählt einfach das Weiterkommen, und das haben wir heute gut gemacht. Es war ein Fußballfest in Taucher, für die Gastgeber sicherlich ein toller Tag. Am Ende gewinnt Lok Leipzig souverän mit 3-0, und Lukas Söch hat es gesagt, das Weiterkommen, es zählt. Für Lok geht's ab ins Achtelfinale.